Wenn Verfahren ohne OP nicht mehr in Frage kommen, dann erfolgt hier eine minimale operativer Eingriff, um diese Fettareale im Doppelkinnbereich zu entfernen. Und hier muss sorgfältig geplant werden. Die Gefäße müssen einzeln dargestellt werden, damit es sicher verläuft. Und dafür sind plastisch-ästhetische Chirurgen die richtige Wahl, um hier ein schönes Ergebnis zu erzeugen. Die Behandlung hier erfolgt erstmal in der Planungsphase und dann die operative Phase. Und dann hat man, denke ich, ein sehr attraktives und schönes Kinnbereich mit einer Jawline-Konturierung, je nachdem, ob dieser dann auch mit gewünscht ist oder nicht, erfolgt dann die Feindefinition nach der Fettabsaugung.